Gestern hatten wir Freunde zu Gast und haben uns unterhalten, warum Russland immer weitermacht und auch nach 500.000 Gefallenen Tag für Tag seine Menschen in den Tod schickt, um in der Ukraine Ukrainer zu töten. Dabei zerstört Russland ja auch massiv seine eigene Zukunft. Warum machen sie das? Nach dem, was man aus dem Kreml hört, geht es um die Existenz Russlands. Aber warum muss die Existenz Russlands durch Angriff auf die Ukraine gerettet werden? Wir gingen ein paar von den immer wechselnden Begründungen durch. Entnazifizierung, offensichtlicher Unsinn. Die schlimme NATO-Osterweiterung. Naja, Russland sieht sich offenbar so wenig von den NATO-Ländern bedroht, dass es die grenznahen Truppen dort abzieht, um sie gegen die Ukraine einzusetzen. Die NATO-Osterweiterung ist Putin deshalb ein Dorn im Auge, weil damit einige der ehemaligen Sowjetrepubliken seinem Zugriff entzogen sind. Insofern besteht die Gefahr einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht darin, dass das Russland militärisch bedrohen würde, sondern dass er dann die Ukraine nicht mehr angreifen kann. Befreiung der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass. Nein, man muss nur auf die verwüsteten Städte schauen, die Russland erobert hat und die russischsprachigen Zivilisten in Odessa und anderswo überzieht Russland täglich mit Bombenterror. Schaffung von Pufferzonen. Das ist dadurch widerlegt, dass Putin alle eroberten Gebiete sofort zu Teilen Russlands deklariert, sodass dann jenseits davon die nächste Pufferzone erobert werden muss, die dann wieder annektiert wird und so weiter. Oder geht es einfach um die Gewinnung von Territorium, verwüstetem, menschenleerem Territorium? Nun, man kann die Russen selbst beim besten Willen nicht als Volk ohne Raum bezeichnen. Wenn Russland eins im Überfluss hat, dann ist es Territorium, das es gar nicht fähig ist zu entwickeln. Nochmal, warum muss die Existenz Russlands durch Krieg in der Ukraine gerettet werden? Dazu muss man erstens verstehen, dass sich Putin mittlerweile den alten absolutistischen Gedanken ganz zu eigen gemacht hat. Der Staat bin ich, l'État c'est moi. Eine Gefahr für Putin ist eine Gefahr für Russland. Und da ist die Ukraine in der Tat brandgefährlich. Als Gegenmodell gegen das unter Putin installierte kleptokratische Mafiasystem, wo der Geheimdienst die Macht ergriffen hat, als Land, das den Übergang zur Demokratie gemeistert hat, in dem die Korruption aktiv bekämpft werden kann und in der sich bescheidener Wohlstand entwickelt. Die Existenz einer demokratischen Ukraine ist eine tödliche Gefahr für Putin. Und weil Putin Russland ist und Russland Putin ist, für Russland. Und deshalb wird Russland mit dem Krieg nicht aufhören, bis entweder die Ukraine als Entwicklungsmodell komplett zerstört ist oder das Putin-System zerbricht.